Sind wir höflich. Betreten wir den Raum durch die Tür. Oh, das sind wieder die Zaubertabletten, die uns schlauer machen oder so. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Ah, hier. Das sieht wieder nach irgendwas Wichtigem aus, ne? Das ist sie. Lia. Sicher? Ja. Das Universum war wirklich gegen sie, hm? Sie hat nichts dabei. Sechs, hier ist zwei, bitte melden. Sechs, bestätigen. Over. Dina. Hm? Gleich, nach der Cutscene. Das sind sie alle. Nein, warte. Das ist bei Jackson. Schau mal, wie beschissen sie lächeln. Das ist sie. Die hat ihn umgebracht. Drei erledigt, ja? Drei erledigt. Hier ist zwei, bitte melden. Begleitet Einheit India zum TV-Sender. Wiederhole, begleitet Scheiße. Einheit India. Ja, over. Wir sollten hier weg. Okay. So, Cluedo, ja? Danke für die Info. Das ist, sie ist tot. Interessant, wirklich. Wie geht's dir? Crystal Chronicles. Ich ärgere mich, weil wir nicht mit dir reden konnten. Ja. Aber sie hat Joel nichts getan. Es wäre falsch gewesen, sie zum Reden zu zwingen. Sie ist hunderte Meilen gereist, um ihn zu foltern. Ist mir egal, ob sie die Keule gehalten hat. Verstehe. Schau ich mir gerne noch mal an. Kannst du dich irgendwo verkriechen? Lias Zeug durchgehen? Oh ja. Gehen wir weiter in die Stadt. Wir könnten ein sicheres Gebäude suchen. Genau, und das Schwert wurde eh schon geschrieben. Du bist jetzt quasi Mod hier. Moderator. Nicht Model, Mod, Moderator. Du bist jetzt quasi in deiner Funktion als Tentakelpapst auch in der Lage, hier jeden zu verbannen, der dir nicht passt. In den Abgrund der Tentaklichkeit. Oder so. Ich schätze mal, dann gehe ich hier wieder runter, oder? Shit. Runter. Jetzt sind hier die Gegner. Ich habe mir schon beim Kommen gedacht, das sieht so nach Kampf aus. Ja, Fallout 4, wird... Guck mal, jetzt macht das schon wieder. Das ist... Das könnte ein Problem sein. Vielleicht mache ich den Controller weg. Könnte ein bisschen hoch sein. Die sind im Gebäude, ne? Genau, am Donnerstag. Am Donnerstag ist Fallout 4 Stream. Das habe ich vorher schon gesagt. Die letzte Woche wollte ich am Donnerstag schon Fallout 4 Stream Let's Build. Deswegen gab es auch keine Folgen. Dann musste ich kurzfristig den Stream aber verschieben. Und dann ist alles eskaliert. Deswegen gibt es heute dann am Donnerstag einen super langen Fallout 4 Let's Build Stream, der quasi die Folgen von letzter Woche und dieser Woche umfasst. Das kommt dann natürlich aber auch auf YouTube geladen, wenn man nicht live dabei sein kann. Pass auf, dort rechts. Nicht gesichtet! Na super. Gleich hier drin. So viel zum Schleichen, ne? Immer das Gleiche. Okay, jetzt muss ich mich fast mit der Steuerung wieder zurechtfinden. Das ist echt ein Problem. Entschuldigung. Ach, sieh nieder!
Ich schieße den Leuten immer in die Beine. Das ist unangenehm für alle Beteiligten. Ich mach das nicht gerne. Okay, kriegen wir schon hin. Hab ihn erwischt. Oh, das ist tiefer, als ich dachte. Oh, Gott sei Dank, ist das ein Witcher. Nicht von unbekannten Geländern springen oder so ähnlich. Lernt man schon im Freibad. Hey, Ellie! Vorwärts! Kapitän! Wo denn? Da hat er noch mal Glück gehabt, dass ich laden musste. Dass die so schreien, hey, wirklich, ich habe Angst davor, wenn die Hunde kommen. Wirklich, das macht mich fertig. Ich kann hier keine Hunde erschießen oder erdolchen oder was weiß ich was. Wo kommen wir denn dahin? Ich meine, das ist gerade wieder mal alles nur ein Missverständnis im Grunde, ne? Die kommen hierher, überall sind Leichen und wir sind da. Aber die haben angefangen. Aber Hunde können nichts dafür. Die sind unschuldig. Glaub nicht. Von Grund auf unschuldig. Immer. Ich höre noch mehr. Hier lang. Los, komm. Was, Bola? Oh, falsche Taste. Genau. Sind bitte Begleitungsperson, NPC mit D. Ich muss echt mal, wenn die was sagt, auf die Untertitel achten, Mensch. So, nächste Arena hier wahrscheinlich. Hm. Niemanden. Ja, ich versuch's ja, Metatron. Ich mach das nicht mit Absicht, dass die immer irgendwie schreiend rumliegen müssen. Ich würde das gern, wenn ich besser zielen könnte, würde ich die wenigstens gerne schneller töten, aber ich bin froh, wenn ich die überhaupt treffe. Ja, auch echt froh, wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Von der Beleuchtung her würde ich sagen, da lang. Das hört sich nicht gut an. Die sollte echt zu rauchen aufhören, irgendwie. Nachlassen. Oh, oh. Ja, alles klar. Ich glaube, von da kommen wir, ne? Vielleicht muss ich einfach mal alle besiegen hier. Das könnte schon sein. Es ist wirklich keine Absicht. Oh Mann, ey. Aber da oben waren, glaube ich, noch zwei, oder? Ups. Fast so ein bisschen das Gefühl. Ah, hier. Das sind sie, wir haben sie! Fuck! Ellie! Durch das Fenster hier! Okay. Oh fuck! Dina! Beeilung! Eindringlinge! Da drüben! Hören Sie ihn da? Keine Ahnung! Nicht stehen bleiben! Wir müssen sie abschütteln! Okay, nicht stehen bleiben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich kämpfen muss, aber wenn sie sagt, nicht stehen bleiben, glaube ich ja. Ich glaube, die PC-Begleiter sind quasi allwissend.
Die wird mir schon immer nur richtige Tipps geben, denke ich. Ist Dina schon da? Heißt sie wirklich Dina? Sehr schön. Das reicht fürs Erste. Sie heißt wirklich Dina. Weiter. Warum kann ich mir das nicht merken? Wie Dina 4 quasi. Die ist wahrscheinlich Dina 1. Die Ur-Dina, die beste unter den Dinas. Sporn voraus. Terry, danke schön für die Bits. Jahu! Oh, okay. Wow, da explodiert das Glas. Dankeschön, voll cool. Warum setzt Ellie eigentlich eine Gasmaske auf? Eigentlich braucht sie keine Gasmaske. Und wir haben ihr doch schon gebeichtet, dass wir immun sind. Sie hat es uns nicht geglaubt, aber... ist halt so. Wir könnten sie beweisen, indem wir keine Gasmaske aufsetzen. Oh oh, jetzt wird's wieder zombifiziert da drin. Ich sehe schon die Sporen hier durchdampfen. Und wie? Und wie? Oh Gott, oh Gott. Lass mal kurz in den Chat gucken. Bild 5 kommt bald. Ich habe aber im Wohnzimmer liegt noch ein relativ neuer Controller. Der müsste passen eigentlich. Das müsste schon passen. Kommt nicht mehr hinterher. Was hier diskutiert wird. Aber ja. Dankeschön, Fallen Crusader, fürs Verschenken des Abos. Hurra! Okay. Weiter geht's. Wir müssen weiter. Ja, aber ich habe Angst, dass gleich wieder Klicker auftauchen, ey. Ich hasse Klicker. Bullenmunition war hier irgendwo. Ja, die Reinigungskraft, die ihren Wagen hier geparkt hat, was zu tun. Ja, mit der will ich nicht tauschen. Wenn die morgen zur Arbeit kommt, ey. Puh. Okay, wir betreten ein neues Gebiet. Versteckte Ladezeit. Ich hoffe, da geht's durch. Ich dachte, sie hätten uns. Ich weiß. Terry, nochmals danke. Number one. Uh-oh. Clicky. Oh, die kommen hier auch rein. Oh. Wenn ich ein bisschen vorsichtig bin, regeln die sich vielleicht gegenseitig, ne? Gut aufpassen. Was soll das mit diesen Eindringlingen? Gerade haben Scars die ganze Einheit gehüllt. Wir sollten sie einfach den Infizierten überlassen. Sie haben Mike umgebracht. Das ist Grund genug. Da unten haben sie wohl auch erwischt. Das ist nicht das beste Versteck hier. Verdammt. Wenn ich jetzt irgendwas Lautes machen könnte, das die Klicker anlockt, aber nicht zu mir, sondern zu denen. Das wäre ganz toll. Ich glaube, der geht gleich in die Falle da drüben. Na, willst du nicht hinter den Kasten schauen? Da könnte sich was verstecken. Oder wer? Ach! Ich hoffe, die Klicker kommen jetzt nicht zu mir. Ich bin leider viel näher an der... Ja, ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist schön. Ah, schön. Können wir jetzt gemütlich ein bisschen zugucken, wie hier Panik verbreitet sich. Diese Eindringlinge sind auch hier. Ich bin auch wieder mit. Yeah!
sind so viele! Halt zurück! Wie die rumlaufen. Das ist ein bisschen lustig auch. Die einen laufen weg, die anderen laufen hinterher. Alle panisch. Keiner weiß, was los ist. Ich auch nicht. Hab ein! Oh yeah. Okay. Wirklich? Okay. Was ist das? Ich höre doch noch Klicker. Wir müssen nicht so lange hier bleiben. Schnapp dir, was du kannst. Ist das jetzt nur Show? Oder muss ich wirklich mich beeilen? Weiß man immer nicht, ne, bei so Spielen. Vielleicht wollen die jetzt nur Stimmung machen. Vielleicht kommt wirklich gleich eine Horde Klicker und wir sollten gehen. Ich glaube, ich riskiere es mal nicht und werde mal forciert einen Ausgang suchen. Aber mich währenddessen ein bisschen umgucken noch. Weiß ich sowieso nicht, wo wir lang müssen. Angst. Oh oh. Da war gerade das Geräusch, als ob ich gleich entdeckt werden würde. Komisch. Irgendwas mit Schnaps herstellen. Ja, mit Alkohol. Mitnehmen. Ah, Klebeband. Nee, kann ich nichts machen, ne? Warte. Überhaupt nichts gerade. Okay. Dina. Dina. Achso. Okay. Ihre einzige Schwachstelle. Ja. Danke. Baby. Ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden. Ich bin auch. Eigentlich geht's gerade. Ich war heute Nachmittag echt müde. Aber jetzt eigentlich wieder alles gut. Ah, der Weg ist versperrt. Ein Zettel? Jules. Achso. Ich hab mir schon gedacht. Komischer Zettel. Ah. Mir geht's ähnlich, Jerry. Ich bin schon seit 5 oder so wach und habe irgendwie auch nur 4 Stunden geschlafen. Wie gesagt, ich schlafe zurzeit nachts super unruhig. Aber am Nachmittag nochmal 45 Minuten gepennt. Schuld, ich hoffe, du hast es rausgeschafft und findest diese Nachricht. Wir hatten Ärger mit ein paar Klickern, aber nichts Schlimmes. Uns ist nichts passiert. Wir haben uns hier über Nacht verkrochen, um unsere Wunden zu lecken. Die Leiche eines längst verstorbenen Mannes wacht über uns. Weiß nicht, ob der so gut ist. Sollte vielleicht noch jemand zusätzlich Wache halten. Zumindest Schichtwechsel mit der Leiche des alten Mannes. So. Eine grausame Erinnerung daran, warum wir das alles tun. Diese Infektion war wirklich eine Warnung. Es ist besser, von dem zu leben, was die Erde uns schenkt, als an diesem verwesenden Chaos festzuhalten. Zachary sagt, wenn wir weiter nach Norden gehen, treffen wir in ein paar Tagen auf das
Seraphitenlager. Er nennt es Haven. Und sie haben alles dort selbst aufgebaut. Wenn man ihn so reden hört, ist es schwer, nicht inspiriert zu sein. Sogar optimistisch. Ich bete für seine Sicherheit. Ich will gar nicht daran denken, was Isaac tun würde, wenn seine Schläger dich erwischen. Ich warte gespannt auf ein Zeichen. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, Isaac. Und oben ist Zachariah. Okay, die habe ich gerade verwechselt. Okay, irgendwie mögen Zachariah und Isaac sich nicht? Sind das die beiden Obermuftis oder so, die sich hier bekämpfen? Wenn seine Schläger dich erwischen würden. Ich warte gespannt auf ein Zeichen, dass es dir gut geht. Gary. Vielleicht hierdurch. Wenn du meinst. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Scars. Ich frag mich, wer all die Wandbilder gemalt hat. Wenn sie Wolves ausgeweidet hat. Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Sag bloß. Hier unten ist eine Öffnung. Scheiße. Unangenehm, was da gerade passiert. Kein Gegner in der Nähe. Jetzt. Echt? Kein versteckter Loot hier hinten? Ich kann's gar nicht glauben. Aha! Na, sag ich doch. The Imp. The Imp. Echter Name? The Imp. Ach was. Intelligenz 100. Muskelkraft 40. Zugehörigkeit New Dogs. Eine teuflische, koboldhafte Kreatur. Manche behaupten, sie sei in Dr. Uckmans Labor entstanden. Andere sagen, dass sie aus dem einem Paralleluniversum stammt. Wie auch immer. Ihre Fähigkeit, Unheil anzurichten, wird regelmäßig unterschätzt, bis es zu spät ist. Sie beherrscht das Kreischen, einen schrillen akustischen Angriff, der eine ganze Armee kampfunfähig machen kann. Aber sie einzufangen ist das Risiko wert. Was? Was? Okay, aber sie einzufangen ist das Risiko wert, sich mit den New Dogs anzulegen. Durch ihre mysteriöse, übersinnliche Verbindung zu Dr. Uckman kann oft nur sie sagen, wo er sich gerade aufhält. Gesinnung Schurke. The Imp. Na dann. Scheiße! Hast du jemals sowas gesehen? Bloater haben Säuresporen. Aber das klang nicht wie ein Bloater. Oh-oh. Was immer die bekämpfen, wir sollten die sich gegenseitig töten lassen. Oh ja. Toter Klicker. Die mag ich am liebsten. Ich hasse die am liebsten. Wenigstens geben sie uns hier gleich noch eine neue Nahkampfwaffe. Nett. Seil? Da drüben ist noch eine Leiter. I see. Okay. Wie kommen wir dahin? Magic, guck. Das sollte gehen. Aber erst. Soll ich mal kurz hier rein? Gar kein Monster, das uns erschreckt und anspringt? Stuff. Und Crafting. Gute Nacht, Fallen Crusader. Mach's gut. Schlaf schön. So, was könnten wir denn machen? Die Schrotflinte ist jetzt schon gemaxt und sonst können wir aktuell gar nichts machen. Na dann. Und dass sie mal das Lämpchen ausmacht.
Auch wenn man gar nicht genau weiß, warum eigentlich. Aber, ja. Umsparen. Ich meine, so das Aussterben der Menschheit ist klimatechnisch wahrscheinlich super. Da müsste man jetzt nicht so genau achten, wahrscheinlich, auf irgendwelche Lampen. Ich glaube, die Klimabilanz in der Welt hier ist echt toll. Man muss auch mal die positiven Sachen sehen. Nicht immer nur, Pilzzombies, alle bringen sich um. Abgesehen von der Menschheit gibt es nur Profiteure von dieser Zombie-Apokalypse. Ja gut, und so Zivilisationsnützlinge, ne? So Tauben, Ratten, die haben... Ratten schaffen das. Ratten, die können sich anpassen. Tauben haben es vielleicht schwer ohne Menschen. Und ein paar Parasiten, die auf Menschen spezialisiert sind. Da muss man, an die muss man auch immer denken. Die haben es auch nicht leicht. Wer weiß, ob die nicht auch in den Infizierten leben können. Wer weiß. Oh oh. Die Leiter ist kaputt. Haben wir leider von unten nicht gesehen. Verdammt. Vielleicht können wir da durchkriegen. Nee, können wir nicht. Die Leiter ist kaputt. Aber wir können hier. Okay. Wetten, ich muss gleich eine Waffe hier unten ziehen. Das geht gar nicht. Ein Scherz. Vorsicht! Ich hab dich! Ja. Ganz schön säurehaltig. Ich auch nicht. Ganz schön ätzend, so ein Schambler. Die Frage ist, wieso sind nur Menschen vom Pilz befallen? Ich meine, die Pilze sind in der echten Natur wirklich immer sehr spezifisch auf irgendeine Art spezialisiert. Wofür? Ist es schon relativ plausibel. Wahrscheinlich würden sich höchstens vielleicht irgendwelche anderen Affen noch damit infizieren können, wenn überhaupt. Man weiß es nicht. Okay, zünden wir den jungen Mann mal an. Zeit. Oh shit. Oh shit. Da sind noch mehr von denen. Warum bin ich jetzt eigentlich gestorben? Hat er mich so hart am Arm gepackt? Wahrscheinlich hat er mich mit seiner Giftwolke vergiftet. Na, hier die Orientierung zu bewahren ist nicht leicht. Kann ich Schambler One-Hit killen, wenn ich mich anschleiche? Irgendwie glaube ich fast nicht, oder?